Böse. Hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge. Wir befinden uns hier in einem Gewölbe. Wir haben es mit drei Hexen und den Kriegern zu tun. Das ist einfach zu viel für mich. Ich habe schon ein paar Personen gebraucht. Schauen wir mal. Ich hab's geschafft! War gar nicht schwer. So, jetzt muss ich die Falle nur zuerst mal speichern. Falle deaktivieren. Wo deaktiviere ich denn die Falle? Kann man die überhaupt deaktivieren? Falle deaktivieren, das ist die Frage. Ach, und nochmal. Und nochmal von vorne. Jawohl. So. Wo habe ich denn hier? Und speichern. Weißt du, ich suche immer noch hier, wo ich das deaktivieren kann. Aber vielleicht kann man das gleich deaktivieren. Aha. Aha. Ist das eine Falle? Kein Problem. Kein Problem, wir haben ja Telekinese. Zack. Hätte ich dann auch mal wieder Telekinese benutzt. So. Brauche ich den nicht leben da drin? Das ist auch frei. So. Hier durchgraben. Dieser Stein sieht brüchig aus. Geht ja nicht anders. Okay.
Okay. Wollen wir mal sehen, wie viel so ein Skorpion aushält. Okay, vielleicht ist es Zeit, dass wir das Special. Wie sollen wir denn das jetzt schon wieder machen? Wie zur Hölle sollen wir das jetzt machen? Bestie, warum kam da nur eine? Wahrscheinlich kommen jetzt wieder zwei. Meine Herren Gesangsverein. So, wir haben das Gewaffe. Kann ja nur was Wichtiges sein. Zwei Aschebestien. Und nochmal. Rechts, rechts. Der Dietrich ist abgebrochen. Rechts, rechts. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorn. Geht doch. Boah. Schon wieder Verwandlung in eine Asche. Gegen zwei hilft mir das aber auch nichts. Oder doch? So. Brauchen wir immer noch. Ah!
dann speichern wir mal und machen uns wieder klein. Da haben wir uns jetzt auch nicht gekauft, weil wir das geplant haben, dass wir das Bein aufmachen. Und schon wieder. Davon nicht mehr dabei haben wir es. Ganz schön magielastig das Ende. Telekinese. Ja, damit. Aber speichern. Sag ich mal nichts. Ich habe ja wirklich eine Sekunde vorher gespeichert. Ich wusste noch mal. Königs, baut den Kopf des Königs. Gut, weiter. Ja. Mir wirklich nicht leicht, aber ich das erwartet, dass es leicht wird. Erstmal Teil 3 der Rüstung. Hier, da ist es doch. Der Helm! Titanhelm. Junge! Kann ich natürlich nicht aufsetzen, aber man. Bitte noch. Ohne Ursigors Rüstung geht das nicht. Ja, logisch. Steinplatte, ernsthaft. So. Ich höre hier immer noch irgendwas. So, da haben wir noch einen Dude. Den hauen wir schon weg. Schön im Kopf.
Was willst du machen? Du bist da drin, ich bin hier draußen. Was? Ja, was willst du machen? Was willst du machen? Was ist denn los? Steht noch ein Skelett eigentlich? Oh, noch eins. Na, willkommen im Club. Alter, wirkliches Ziel. Ist klar. Challenge accepted. Na, komm her. Komm her, ich seh dich. Voll auf die Hand. So, okay, da haben wir. Ist das eine Winde oder so? Probieren wir doch mal mit Telekinese. Irgendwie da reinzukommen. Schalter sehe ich da keinen. Aber irgendwas muss sie doch sein. Irgendwas muss hier doch sein. Nur noch Fackel in die Hand. Heißt das, wir müssen sowieso da oben raus? Das heißt, ich muss sowieso rausfinden, wie man da rauskommt. Das ist das alles witzig. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus.
fehlen mal wieder, ist bald keine Lösung. Lara Croft Style klettert jetzt auf drei Bilder. Schweben wahrscheinlich, alles klar. Ach, mal wieder schweben. Was ist denn gerade? Levitation ab. Soll ich da nicht levitieren? Vielleicht soll ich von da drüben. Nehmen wir es mal. Den Ding mit dem Zaunfall. Dieser Stein sieht brüchig aus. Was für ein Rätsel, Alter. Brüchiger Stein. So, schon alles gut hier. Oh. Ach, und nochmal. Nochmal von vorn. Und nochmal von vorne. Na also. Oh, Geräusche. Alles klar, dann brechen wir da mal durch. Das ist wahrscheinlich der einzige Ausweg. Dieser Stein sieht brüchig aus. So ein ekliges Viech. Ja, aber das machen wir einfach in der nächsten Folge. Also bis dahin. Tschüss.